So, lass mich mal da hoch, da ist mein Schwert irgendwo. Ich sollte dich nicht hauen, ne? Ich hab mein Schwert schon. Oh. Lebst du noch? Alles gut? Ja, alles gut. Bin noch gerade dabei. Ach, du baust die Dinger ab, okay. Ja, klar, immer. Da ist noch ein Zombie. Kriegst du gerade noch Schaden? Ja, ich hab vergiftet. Bottle of Enchanting. Ja, die sammeln wir alle. Lass du die einfach hier oder willst du die mit runternehmen? Ich würde sagen, noch eine Ebene, dann bringe ich mein Zeug wieder nach unten, ne? Okay. Wann sehen wir denn, welche Ebene wir sind? Aber egal. Immer wenn quasi oben noch Löcher im Boden sind, dann haben wir auf alle Fälle noch eine Ebene. Sobald die Ebene komplett geschlossen ist, super, hier war sehr viel drin, dann können wir noch eine machen. Sobald die Decke der Ebene drüber geschlossen ist, ist das hier quasi dann die Boss-Ebene, die drüber. Ich schlag einfach mal Razor, ne? Meine Rüstung fällt aus. Eine Schere, was ist das denn? Eine Life-Essenz? Ah, hast du mitgenommen, okay. Ich bringe mein Zeug nach unten. Ach, du Scheiße. Ja. Lebst noch? Gleich nicht mehr. Hier liegt ein Herz, komm mal runter, ich nehme das Herz. Boah, 1,5 Herzen, ne? Ich hab das Gift gerade gar nicht mitbekommen. Ich nehme den schnellen Weg nach unten. Naja, wer kann, der kann. Macht und das Kiste, wieso ist da nichts mehr drin? Oh, das ist eine Kiste. Hast du nicht schon was reingeräumt vorhin? Nee, das habe ich vorhin aus Versehen mit rausgenommen. Okay. Ist das hier die letzte? Das ist ja nicht die letzte. Doch. Nee. Stimmt, alles wieder mitnehmen. Oh, mein Buch habe ich auch da reingetan, toll. Naja, ich habe schon dabei. Hier ist die letzte. So. Fast voll. Okay, ja. Passt, würde ich sagen. Dann geht's wieder nach oben. Ich würde eh sagen, wir werden da eine spezielle Taktik beim Boss verfolgen. Ich hoffe ja nur, dass wir den hinkriegen, ne? Ach, schaffen wir schon. Du musst den ablenken und ich baue mich quasi, oder mir ist es egal, ich kann angreifen, du kannst ihn angreifen. Ich baue mich quasi in der vorletzten Stufe draußen, dann nach oben zu der Kiste, loote die ganz schnell und dann können wir miteinander den Boss machen. Weil wie gesagt, wenn wir Pech haben, sprengt er die Kiste in die Luft. Oh, Bücherregale. So, warte mal. Okay, wir haben noch Ebene. Ich lass dir mal den Vortritt. Ist ja nichts gerade. Ist ja gerade zu hell wahrscheinlich. Yep. Aha. Diamanten waren drin. Schön. Und Netherwarzen. 5 Diamanten ist nicht schlecht. Und noch eine Ebene drüber. Na, wir haben noch. Nee, hier oben ist zu oben, ne? Ja, das heißt, das ist die Vor. Hier die Kiste nicht aufmachen, ne? Nee, ja. Hab ich mir gemerkt. So. Das heißt jetzt eigentlich, ich muss erstmal warten, bis das Gift weg ist. Also er wird sich quasi hier rausbauen und dann nach oben, ja? Ja, hier quasi. Wo? Hier. Da. Warum von da? Warum nicht direkt hinter der Kiste? Ja, könnte man auch machen. Also hier, oh, Laufpack. Achso, ich muss ihn ablenken und du lootest in der Zeit die Kiste. Also soll ich mal einfach nur rumrennen oder was? Nee, es geht ja hier noch eine Treppe nach oben. Ja. Und du gehst jetzt quasi kurz die Moment mal, ich muss hier noch du guckst jetzt kurz die Treppen nach oben. Mhm. Da musst du quasi wow. Tot. Da ist unser erster Tod. Das war ja schon peinlich, ne? Die ganzen Monster killen uns nicht und du machst so einen Mist. Die Shift-Taste ging nicht. Ja, bin aber gleich wieder da. Meine schönen also, Level. Erklär mal, ich gehe jetzt einen nach oben gleich. Ja, also ich gehe jetzt raus. Du gehst dann die Treppe nach oben. Ja. Guckst einmal kurz den Boss an und dann müsste er schon auf dich ballern. Das heißt quasi, er ballert ja in die andere Richtung der Kiste, sodass ich die looten kann. Mhm. Und dann versuchen wir den zu killen. Okay. So. Muss ich dann wieder nach unten gehen? Ich gucke noch kurz und gehe wieder nach unten, oder was? Ja, genau. Also du wartest, bis er hier quasi sein... macht, ne? Okay. So, Rüstung wieder anziehen. Ach du Scheiße, ne? Voll nach unten gefallen. Aber ich glaube, meine Rüstung ist schon ganz gut hier, diese Crow Knight Crystal Plate, was auch immer.
So. Ich weiß nicht, ob die besser, ob die besser ist oder nicht. Ist dein Inventar relativ leer? Geht sowieso. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen viel Platz. Dann lasse ich hier mal das da, die Schaufel da und das da. Also ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Plätze frei. Ja, ich gucke einfach mal. Ich mache das schon irgendwie, ne? Bottle of Enchantment. Weil es ist ja so, wir müssen quasi die obere Kiste gleich looten während dem Bossfight. Mhm. Ja, genau. Und die untere Kiste, die quasi auf der Ebene zuvor, die können wir erst looten, wenn der Boss tot ist. Ja, ja, das habe ich verstanden. Genau. Aber wie gesagt, die oberste ist eigentlich wichtiger. Wegen ich schmeiß mal irgend so ein paar Sachen weg. Wegen so den 5 OP-Äpfeln. Spin-Eider. So, jetzt habe ich noch mehr. 5 OP-Äpfel? Ja. Sand schmeiß ich weg, so. Also die richtigen OP-Äpfel. So, ich bin wieder da. Hallo. Okay. Dann sag mal, wenn du soweit bist da oben. Machst du also erst ein Loch in die Wand, bevor du sich die sieht, oder? Nö, die Ebene oben ist flach. Das heißt, ich kann da eigentlich gleich looten. So, ich wäre soweit. Okay, wo ist denn der Boss? Hallo! Der Golem. Der guckt mich gar nicht an. Jetzt! Wow. Hallo! Hab alles? Hast alles? Ja, ich komm ein Stockwerk tiefer wieder. Lauf du auch runter? Waren hier OP-Äpfel drin? Ja. Ich schmeiß dir nämlich gleich mal einen OP-Apfel zu. Ich seh grad nix. Hier, gib mir. OP-Apfel essen? Sofort essen! Ja, ich bin dabei. Wow, das ist ein heftiger. Ich weiß nicht, ob wir den packen, ne? Ich kann mal voll im Bogen, oder? Ich sehe ihn ja nicht. Stockwerk tiefer. Meine Pfeile sind leider unten. Also ich glaube gar nichts. Das macht keinen Schaden an mir. Weil wir OP-Apfel haben. Aber ich glaube, dass wir dafür noch zu schwach sind für einen 1000er Boss. Vor allem haben wir noch keinen Schaden an ihn gemacht, oder? Doch, ein bisschen. Wir lassen den jetzt mal ganz runterkommen. Dann unten ist unsere Kiste, die macht der dann kaputt, oder nicht? Ich sehe nichts mehr hier. Ich könnte schon nochmal probieren. Ah, da ist er! Boah, 1000 Damage, ne? Warum muss das gleich so ein heftiger sein? Warte mal. Das ist lustig, wo ist er? Der backt ab und zu gern ein bisschen. Ist der unter uns? Ist der außerhalb? Ich guck mal kurz ein Stockwerk höher. Er war doch gerade schon hier unten. Wo ist er denn jetzt? Ich nehme mir auf alle Fälle mal noch das Zeug hier mit. Das ist die vorletzte Kiste. Ich habe das Zeug aus beiden Kisten, ne? Der hast du? Ja. Okay, wo ist der Boss? Ich glaube, der ist draußen. Und was macht der draußen? Ich muss mal kurz hier das Zeug loswerden, was ich nicht brauche. So. Hier, in der Wand ist er, hier. Warte mal. Der macht aber gut Damage, ne? Also an mir kaum. Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder ganz woanders, keine Ahnung. Ach, hier unten ist einer mit Tesa. 668 Leben hat er noch. Okay, dann packen wir den. Wo ist er denn jetzt? Schon wieder tiefer? Ja, ich weiß auch nicht, was der macht. Ne, tiefer ist er nicht, ich sehe ihn nicht. Ist der da unten? Ne. Doch, hier draußen. Ganz unten draußen. Oh, ich komme. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Bin blind. Der backt voll rum. Ich sehe ihn nicht, ich weiß nicht, wo er ist. Ach, hier unten, Ahnung. Ganz unten. Geht's da noch tiefer? Ja, erste Ebene. Zombie! Naja, weil hier Nacht ist. Das macht ja schon ein bisschen Schaden hier. Ich sehe den ja nicht, der ist ja immer. Der springt uns ja alles kaputt hier, ne? Das soll mir egal sein. Wo ist er denn? Ich bin jetzt fast tot. Hier? Wieso regeneriere ich denn kein Leben? OP-Apfel vorbei? Boah, ich ja, auch fast. Du schießt doch jeder mit Pfeilen, verdammt. Hier liegt ein Grabstein. Ja. Ich muss doch Leben generieren, oder nicht? Ah doch, der jetzt wieder. Wo ist er denn? Ich schieße mit Pfeilen. Wo ist er? Wow! Ach nee, meine Pfeile sind ja da in der Kiste. Bist du tot? Nö. Sternschnuppe! Ja, Meteor, ich wollte es gerade sagen. Wo sind meine Pfeile? Da. Okay. Oh, ich muss mal kurz ringen. Ja, ich ringe auch gerade. Ich habe jetzt Pfeile. So, wenn ich ihn sehe, schieße ich auch auf ihn.
13 Schaden, immerhin. Ich sehe nicht, wo ist er? Ist dunkel. Ah! Ich hau dem mal zwei Fire Grenades rein. Ich guck mal, ob das geht. Ich seh, wenn ich nicht sehe, kann ich nicht irgendwie. Achso, da ist er irgendwo. Da, wow. Na, nicht getroffen, ne? Boah. Der macht aber auch einen Damage, ey. Ja, das ist einer der schon heftigen Bosse hier. 250 kommt das drin. Normalerweise sagt man, sowas macht man hier mit Dia-Rüstung komplett, ne? Ah, langweilig. Mit Eisenrüstung. Wir sind noch zu zweit. Wow, wow. Wow, jetzt sehe ich schon wieder nichts. Wie soll ich denn angreifen, wenn ich nicht sehe? Nicht sterben, nicht Leider. Sterben. Ich habe das ganze gute Zeug dabei. 108 noch. Komm, wir packen das. Nein, ich hab noch einen Herz, ich muss weg, ich muss, nein, ich block, brenne. Blocken. Ich brenne ja. Was blocken. Soll ich brenne. Er schießt aber gerade auf dich, das ist ganz gut. Yeah. Oh, haben wir ihn? Ja. Oh, Mann. Puh. Jetzt komm, einmal Skelett schießt auf mich, ich bin tot. Puh. Ah. Das war anstrengend, unsere Kiste hier unten lebt noch. Wow. Ach, der Turm zerfällt gerade. Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Und jetzt geht auch noch ein Creeper neben mir hoch, ne? So. Die Sandblöcke brauche ich nicht. Pff, Alter, ey. Hörst kannst du das eigentlich alles ein... Der Turm zerfällt, ne? Ja. Übrigens, es gibt einen kleinen Trick, ne? Was wenn denn? Du auf der Kiste bist und dann. Aua. Du blödes Armadillo! Und dann die Leertaste drückst und dann auf die Items klickst, dann kannst du sehr, sehr viel auf einmal hier reinziehen. Okay. So, das ist noch wichtig, dass. Die Kohle ist auf jeden Fall wichtig, brauchen wir. So, ich würde sagen. Was ist das für ein Speer? Stone Label. Ich muss mein Materialienbuch noch mitnehmen, ne? Das sollte ich vielleicht. Ja. So. Wir bringen erstmal das erste Zeug nach Hause, ne? Und jetzt weißt du, du hast ja gesehen, wie viel Zeug in so einem Dungeon ist, ne? Ja. Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, wir brauchen ganz viele Kisten, ne? Oh oh. Der tut dir doch nichts am Tag. Der Enderman? Ja, wie viel Level hast du eigentlich? 25. Okay. Denn wir können jetzt da mal anfangen schon zu enchanten, denn hier gibt es ein ganz schönes Enchanting-System. Du kannst immer wieder was auf dein Schwert drauf machen oder auf deine Rüstung. Ja, das kenne ich vom Better Enchantment-Mod, das glaube ich. Genau, und du kannst hier quasi mit dem Enchantment-Table sowohl enchanten als auch reparieren. Ja. Ach, so. Dias. Packen wir hier mal das gute Zeug rein. Wir haben jetzt 6 Folgen aufgenommen, ne? Richtig? Ja. Sollten wir gleich aufhören? Genau. Für das erste Mal. Ach, übrigens, wir haben Ender Giant Sword. Das ist gut? Ich glaube, genauso wie ein Dia eigentlich. Oder das Dia macht sogar, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Spawn Yellow Chocobo. Was? Ach, ich habe übrigens einen Legia Bow, ne? Aber ich habe keine Pfeile nicht. Ich habe genug Pfeile, 61. Zeig mal den Ledger Bow. Ja. Das sieht nicht anders aus wie deiner, ne? Ja, was kann der? Gib mal ein paar Pfeile. Und zwar spannt der auch. Siehst du das, ob der 2 hat? 2, ja, 2. Und teilweise sind das 3, ne? Okay. Siehst du? Es waren 3. Okay. Der ist recht nice, der Bogen. Ich finde meinen auch gut. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das auch mit Craften und so auch nächstes Mal. Alka-Hest? Ne? Was ist denn ein Alka-Hest? Ja, das ist ja, dann... Ja, das machen wir nächstes Mal, genau. Das sind dann so Sachen, die man nachlesen muss, ne? Aber den ersten Dungeon haben wir schon erfolgreich gemacht. Und das mit so einem Boss, ne? Aber ohne OP-Äpfel? Keine Chance. Wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mit Eisenrüstung. Ice Essence, Fire Essence, was habe ich denn hier? Life Essence. Naja, so viel Zeug. War jetzt eigentlich noch irgendwas Wichtiges? Was ist das hier? Was ist Lorn? Lorn. Hier sieht so aus.
Kann man, doch, kann man placen da. Teppich? Warte mal, so groß? Wir den abbauen? Teppichwürfel? Man konnte sich doch hier irgendwie die Rezepte gucken wir einmal mal so. Wie denn? Du hast ja das Crafting-System wie bei Ticket, ne? Ja. Ach, das ist ja einfach nur ein Grasblock in der Art, ne? So glaube ich. Okay. Haben wir ein paar von. Keine Ahnung, was. So. Gut, wir hören jetzt einfach auf. Genau. Wir machen auch 6 Folgen. Und wir hoffen natürlich, wenn ihr euch hat es gefallen. Ja, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Gerade die Tower-Sache war ja richtig geil. Ja, von dem gibt es noch mehr, denn es gibt ja hier Boote, Burgen, fliegende Inseln. Ja, ne. So alles. Viel 45, haben wir 45 Sachen gekillt oder was heißt das da unten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, da muss ich mal nachgucken. Es gibt hier hast du auch 45 stehen oder was anderes? Nö, 17. Ach, warte mal, das sind deine Pfeile, die du hast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist ja easy. Ja, jetzt, ne, ich habe 17 Pfeile im Inventar, also auch da unten 17. Okay, dann sieht man das schon. Hätte man sich gut eigentlich auch denken können, weil die Rüstung wird ja auch angezeigt. So, aber wir quatschen schon wieder weiter, ne? Ja, wir hören jetzt auf. Jo. Bis zum nächsten Mal hier bei Hexit. Together. Hexit. Und so. Genau. Tschüss. Tschüss.